Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Monster Slaughter. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Monster Slaughter. Ja, in einem unserer Livestreams haben wir das Spiel ganz kurz vorgestellt. Wir haben es verglichen quasi mit der Kickstarter-Version und da gab es doch einige Fragen von euch. Viele haben sich ein Video gewünscht und das reiche ich an dieser Stelle auch gerne nach. Hierbei handelt es sich nämlich nicht um die Kickstarter-Version, sondern quasi um eine deutsche Ausgabe von Board Game Box. Übrigens gibt es da mittlerweile auch eine Erweiterung, auch in der deutschen Version. All das möchte ich euch in dem Video vorstellen. Ihr seht allerdings eine Vielzahl an Elementen, an Markern, an Figuren. Und bevor ich den Rahmen sprenge, möchte ich das Ganze, was die Abläufe angeht, ein bisschen kürzer gestalten. Ihr sollt einfach einen Überblick bekommen und wisst je nachdem, ob dieses doch sehr ungewöhnliche Spiel was für euch ist. Wie gesagt, ein kurzer Blick auf die einzelnen Elemente, Abläufe und dann gibt es ein Fazit, natürlich inklusive der Erweiterungsbox. Ankama, der Verlag Monster Slaughter, wie gesagt, erschien in der deutschen Version bei Board Game Box. Und das Spiel ist ab 14 Jahre, ist auch dem Thema geschuldet, ganz klar, 14 Jahre, geht 45 bis 60 Minuten, abhängig von der Spieleranzahl. Es ist nämlich für 2 bis 5 Personen. Doch worum geht es denn überhaupt in diesem Spiel? Jeder Spieler übernimmt so 3 Figuren inklusive der Karten, also jeder sucht sich quasi ein solches Set dann aus. Es gibt weitere Partygäste, es gibt noch weitere, die sind im Kickstarter enthalten, aber es ist auch schön, dass zumindest im Basisspiel auch weitere Partygäste oder Gäste hier enthalten sind. Ansonsten die Figuren, die sich hier in dem Haus befinden, teilweise versteckt befinden, die liegen hier außen. Was ist unsere Aufgabe als Monster? Ja, ganz klar, wir machen Jagd auf die Jugendlichen, auf die Personen. Dann gibt es natürlich auch Punkte. Wir müssen natürlich die Todesreihenfolge auch versuchen zu bestimmen, beziehungsweise wir legen sie zu Beginn des Spiels fest. Weil jeder Spieler hat solche Marker, das sind alle Jugendlichen dann quasi dann hinterlegt, wie man hier im Außenbereich dann sieht. Und die Marker werden umgedreht. Die Reihenfolge bestimme ich als Spieler natürlich auch separat. Und ein Zielmarker, da habe ich es auf die Person habe ich es besonders abgesehen, die wird auch auf so eine Karte gelegt. Also wichtig, ihr nehmt die Plättchen, die hier als Figuren vorkommen, die quasi in der Hütte eine Party feiern. Und diese Plättchen schaut euch an, legt sie dann verdeckt vor euch ab und bestimmt praktisch eine Todesreihenfolge. Schon ein bisschen makaber. Und jetzt wisst ihr auch, warum das Spiel ab 14 Jahre ist. Und es ist ja auch ein sehr ungewöhnliches Spiel. Das heißt, jeder Spieler hat die Karten und hier im Außenbereich werden natürlich auch Karten platziert, abhängig von der Spielerreihenfolge. Und zwar nehmt ihr da die Karten, abhängig natürlich hier von der Spielfarbe, die man hier dann nutzt, weil mit den Würfeln bzw. mit dem Symbol hat man je nach gezogener Karte auch noch eine weitere Option bzw. durchaus einen weiteren Würfel. Aber da steige ich schon ins Detail ein. Das heißt, ihr platziert hier Karten im Außenbereich und dann werden quasi diese Karten, die man ja hier sieht für die einzelnen Figuren, die im Spiel sind, die werden quasi unter einzelnen Stapel gemischt. Wir wissen also nicht, wo sich welche Person befindet. Und damit kommen wir schon gleich zu den Aktionen, weil im Spielverlauf geht es ja auch darum, dass ich mich bewege, Türen einschlage, schau, was in dem Nebenraum los ist, Figuren erschrecke bzw. auf die Figuren einschlage, weil dafür gibt es ja quasi Punkte. Wie läuft denn überhaupt eine Runde ab? Zuerst einmal werden natürlich die Karten vor den einzelnen Spielern offengelegt und jede Figur hat eine gewisse Anzahl von Aktionen, hat eine gewisse Anzahl von Würfel und jede Monsterfamilie, so nenne ich es jetzt einfach mal, hat natürlich auch hier einen Sondereffekt. Die stehen in der Anleitung am Ende sehr gut beschrieben. Ist man am Zug und dieser Marker kommt am Anfang hier auf den Kartenstapel, dann wählt man quasi eine seiner Karten aus, dreht die um und führt die angegebene Anzahl von Aktionen dann durch. Das macht quasi jeder Spieler, abhängig von der Spielerreihenfolge. Und dann wird dieser Mondmarker auf das erste Feld platziert. Und es wird quasi noch eine Aktionskarte gewählt. Irgendein Ereignis, was quasi jetzt dann zum Einsatz dann kommt. Dann wird es immer weiter gespielt und er merkt hier an der Markierung, an den roten Zahlen, was die Uhrzeit angeht. Das heißt, wir werden dann, wenn wir das dann dreimal gemacht haben, wieder unsere Karten umdrehen. Die können dann wieder genutzt werden. Wir machen eine zweite Runde, wieder mit 3 Monstern,
wieder jeweils pro Monster die jeweilige Aktion und so weiter geht es. Und hier natürlich wird auf der Seite auch bestimmt, ja, wie die Lebenspunkte der einzelnen Figuren dann sind. Das heißt, je nachdem, wie wir dann auf die Person eingegangen sind oder eingeschlagen haben, so muss man ja sagen, wird man hier den Wundenmarker zurücksetzen und das gibt natürlich auch Punkte. Neben den Aktionen, die man ja auch hier als Zahl sieht, hat jeder quasi die Möglichkeit, einen freien Positionswechsel auszuführen. Und man sieht ja auch hier die einzelnen Räumlichkeiten, die neuen Bereiche, die Außenbereiche und so hat man auf jeden Fall quasi eine freie Aktion. Ganz klar, beim Positionswechsel sollte die Tür natürlich offen sein. Also je nachdem müsst ihr erst einmal andere Aktionen dann auswählen, damit ihr auch in den jeweiligen Raum dann reinkommt. Neben dem Positionswechsel gleich eine weitere recht einfache Aktionsmöglichkeit, das ist das Nachsehen. Das heißt, befinde ich mich in diesem Raum, dann schaue ich, wo der jeweilige Kartenstapel dann ist. Und diesen Kartenstapel, den nehme ich mir aber nicht komplett, sondern nur die oberste Karte, schaue sie mir an und lege sie dann verdeckt wieder zurück. Die dritte Möglichkeit, Opfer erschrecken. Ja, das will man manchmal machen. Warum? Weil man vielleicht eine ganz andere Todesreihenfolge hat. Das heißt, ach, du kommst mir jetzt zu früh, dich wollte ich ja eigentlich gar nicht. Und dann nutzt man die Möglichkeit des Erschreckens. Und dann kommen natürlich die Würfel zum Einsatz, ob man Erfolg oder Misserfolg hat beim Erschrecken. Und abhängig von der Würfeltrefferanzahl kann man natürlich auch die Figur erschrecken, die sich quasi dann wieder mit Hilfe der Karte unter einem dieser Räumlichkeiten verbirgt. Eine weitere Aktionsmöglichkeit ist quasi ja, das Durchsuchen eines Zimmers, weil dann kommt man auch an die Karten und dann findet man auch vielleicht den einen oder anderen Charakter, den man dann quasi dann aufdeckt und zur Seite legt. Die Figur wird dann gleich reinplatziert. Das als wichtiges Hinweis, aber es gibt natürlich auch unterschiedliche Aktionskarten, die man dann im Spielverlauf nutzen kann. Natürlich auch hier wird gewürfelt und die Würfelanzahl und Trefferanzahl entscheiden natürlich, wie viele Karten ich vom jeweiligen Kartenstapel in diesem Ort dann ziehen darf. Doch so weit wollen wir ja gar nicht gehen, beziehungsweise ich komme ja erst einmal gar nicht rein. Ich muss ja erst die Tür aufbrechen und das ist quasi die fünfte Aktionsmöglichkeit. Das heißt, ich breche die Tür auf, muss natürlich auch würfeln, damit ich Erfolg habe, dass ich die Tür einschlage, aber legt die Tür nicht auf die Seite, legt es zu euch, weil das ist am Schluss nämlich auch nochmal ein Siegpunktmarker, aber jetzt habt ihr die Tür aufgebrochen und kommt praktisch durch eine Bewegung, durch einen Positionswechsel auch hier in diesen Raum hinein. Und die sechste Aktionsmöglichkeit ist der Angriff. Darum geht es ja. Es geht ja auch um die Punkte. Es geht darum, dieser Person Wunden beizufügen. Vielleicht kommt sie dann auch komplett aus dem Spiel. Vielleicht ist es auch die erste Person. Ihr seht hier jetzt nur einen Teil aufgedeckt und verdeckt, aber im Spielverlauf liegen alle verdeckt. Das heißt, ich mache einen Angriff. Und dazu habe ich ja Karten auf der Hand und die nutze ich natürlich. Wichtig ist allerdings, die Mitspieler können eingreifen und beratschlagen, ob sie mit eigenen Karten, die sie je nachdem auch durch das Durchsuchen der Räume, ob sie eine Karte dann nutzen und quasi mit der angegebenen Anzahl Würfel praktisch gegen mich antreten, meine Schäden praktisch durch einen Gegentreffer zu verhindern. Und je nach Verletzung ja, dieser Person kommt die natürlich je nachdem auch komplett raus aus dem Spiel, wenn sie im unteren Bereich dann landet, weil auf der Seite liegen die Marker. Es gibt Marker für Verletzungen, für tödliche Aktionen, wie man es auch an diesem Knochen dann auf diesem Nullerfeld dann sieht. Es gibt natürlich auch abhängig der Rangordnung bzw. der Ordnung, der Nekrologieordnung, gibt es natürlich Punkte und vielleicht hat der eine oder andere auch seinen Favorit durch so einen Marker platziert. Auch dafür gibt es Punkte. Das Spiel kann somit auf ja, zwei unterschiedliche Arten und Weisen dann enden, weil es kann natürlich sein, dass am Schluss nur noch Monster übrig sind, das heißt die ganzen Opfer sind auf der Seite. Oder, man sieht es an der Uhrzeit, es ist die Uhr auf 8 Uhr gesprungen, jeder hat dann noch eine letzte Aktion und dann vergleicht man die Punkte. Am Ende hat der oder die Spielerin mit den meisten Punkten gewonnen. Ja, das war dem einen oder anderen sicherlich ein
zu schneller Überblick oder vielleicht genau richtig. Ihr dürft es natürlich gerne in den Kommentaren hinterlegen, aber ihr wisst jetzt je nachdem schon, was es geht, was man machen muss und wisst je nachdem durchaus, ob das Spiel jetzt was für euch ist. Was die Anleitung angeht, ist alles gut dargestellt, da hatten wir kein Problem. Das Einzige, wo wir ein bisschen Probleme gehabt haben, waren bei den einzelnen Karten, bei den Aktionen, wie denn die jetzt gemeint sind. Ansonsten, was jetzt die Aktion angeht, sind die teilweise in mehreren Beispielen hinterlegt. Schaut es euch an. Die Anleitung ist auf den ersten Blick etwas umfangreich mit, ja, 14 Seiten, wobei das geht durchaus noch. Aber da steht wirklich alles detailliert dann drin. Aber auch was die Karten angeht und natürlich im hinteren Bereich, was die Aktion der Monster angeht. Auf die bin ich jetzt nicht eingegangen. Jeder Monster hat natürlich unterschiedliche Fähigkeiten. Genau, was die einzelnen Figuren dann angeht. Natürlich auch die Gästeliste, das heißt auch die Gäste, die Personen haben unterschiedliche Aktionen. Das schaut ihr dann einfach in der Anleitung nach, was ihr denn quasi für eine Figur dann ausgewählt habt und lest an dieser Stelle dann nach, sofern es dann auftritt. Es gibt natürlich noch eine kleine Erweiterung mit weiteren Elementen, mit dem Garten, mit dem Unterschlupf und es gibt natürlich, und das hätte ich jetzt beinahe vergessen, es gibt natürlich, und das ist toll gemacht, es gibt natürlich auch Szenarien, die ihr spielen könnt, unterschiedliche Szenarien. Das sind wir noch nicht ganz durch. Es sind insgesamt 8 Szenarien, wo sich der Spielablauf immer ein bisschen ändert, wo weitere Elemente hinzukommen. Lasst euch da einfach treiben, was die einzelnen Szenarien angeht, weil vielleicht habt ihr es irgendwann so oft gespielt und sucht eine Herausforderung über vielleicht mehrere Partien, dann bieten sich natürlich die Szenarien an. Und wer dann noch nicht genug hat, der holt sich je nachdem auch die Erweiterung Monster Slaughter Underground. Auch hier deutsche Version Board Game Box. Und da sind doch einige Elemente dabei, die richtig cool sind. Also wenn es euch gefällt, dann holt euch je nachdem gleich die Erweiterung. Weil, ich habe es jetzt extra wieder alles zurücksortiert, da sind quasi so 3D-Elemente hinterlegt. Und die sind natürlich etwas hochwertiger, etwas schicker. Die sehen natürlich toll aus, wenn man die anstatt dieser Pappmarker im Spiel verwendet. Natürlich sind weitere Plättchen hinterlegt, wie Keller, weitere Elemente, weitere Karten, aber bei weitem natürlich mehr, weil vielleicht wollt ihr auch Szenarien spielen. Und in diesem Bereich sind natürlich auch hier 5 Szenarien hinterlegt. Also hier habt ihr natürlich auch Optionen. Auch was die Anleitung angeht, was die Hinweise angeht. Wirklich sehr viele Optionen, Karten, Sonderaktionen, Sonderregeln, neue Möglichkeiten zu spielen, mit einem neuen Marker, was 9 Uhr angeht. Also Optionen ohne Ende, viele Kellerobjekte, die hier zum Tragen kommen, Agenten, Wahnsinn. Also richtig viel, deswegen auch ein kürzes und schwitzt den Rahmen dann sprengen. Aber das ist quasi die Erweiterung. Aber vielleicht findet ihr Lust oder abhängig vom Preis, dann holt ihr die euch vielleicht dann auch gleich zusätzlich. Und dann bin ich auch schon beim Fazit. Ich habe es ein bisschen kürzer gestaltet, sonst wäre das Video wahrscheinlich zu lange gegangen, was die Abläufe angeht. Ich hoffe, das war für euch aufschlussreich. Ihr dürft es gerne in die Kommentare dann hinterlegen. Monster Slaughter ist ein ehemaliges Kickstarter-Projekt und ich wollte damals nicht die englische Version. Gut, die Karten, die kann man je nachdem noch übersetzen. Aber ich habe gedacht, wenn das Spiel erfolgreich ist, dann wird sicherlich auch einen deutschen Verlag finden, beziehungsweise in der deutschen Version dann erscheinen. Und das ist bei Board Game Box der Fall. Auch mit der Erweiterung, das ist wirklich super gemacht. Und ich muss sagen, in der Grundbox, da stecken ja auch ein paar die Gäste. Es sind natürlich im Kickstarter noch ein paar mehr, aber das, was jetzt in dieser Box enthalten ist, wie man es jetzt auch im Handel bekommt, ihr müsst mal schauen über die Links. Ansonsten müsst ihr ein bisschen danach schauen. Aber das reicht mir völlig. Und die Erweiterung, die hat noch so viel an Elementen, auch an Szenarien drin. Da hat man auf jeden Fall sehr lange seinen Spaß. Ganz klar, 14 Jahre, das passt aus meiner Sicht. Ist schon ein bisschen spezielles Spiel, aber es ist ein Spiel, wo ich jetzt nicht vergleichen kann mit irgendeinem anderen Spiel. Es gab ähnliche Spiele auch von anderen Verlagen, aber der Art und Weise, wie man das spielt, das ist wirklich toll gemacht mit diesen Miniaturen, mit diesen Figuren. Das Einzige, was mich stört, sind diese grauen Monsterfiguren, weil wenn man mit diesen spielt, dann verwechselt man es gern mit diesen Gästen. Das haben wir schon ein paar Mal erlebt, also das ist das Einzige, was mich da ein bisschen stört. Aber ansonsten ist alles wirklich hinterlegt, wie man sich das wünscht. Ist angegeben für 2 bis 5 Personen. Ja, es funktioniert zu zweit. Ja.
aus meiner Sicht eher ab 3 Personen. Und da haben wir es am meisten gespielt, zu dritt und zu viert. Zu fünf geht es dann auch, zu zweit geht es, aber Tendenz dann doch eher mit mehr Personen. Da macht es einfach mehr Laune. Dann ist auch ein bisschen überraschender, was passiert. Dann passiert hier, was die Personen dann angeht, bei Weitem natürlich noch mehr. Also das aus meiner Sicht. Und 45 bis 60 Minuten ist angegeben. Und das klingt so ein bisschen trocken, dürftig, aber es gibt den Soundtrack an Karma, müsst ihr mal schauen, oder schaut nach Soundfile, also an Karma in einem Forum, gibt es diesen Soundtrack, den es ja ursprünglich bei Kickstarter noch bei einem Stretch Goal dazu gab, also ab einer gewissen Summe, wo es finanziert war, bekam man ja diesen Soundtrack, den kann man jetzt aber auch frei herunterladen. Und da gibt es verschiedene Soundsequenzen, die gehen so um die 60 Minuten, sodass man auch eine schöne Stimmung hat, wenn man das spielt. Also eine ganz klare Empfehlung, wenn ihr euch das Spiel holt oder habt es schon, holt euch den Soundtrack. Es ist richtig schön gemacht, der kostet auch nichts. Also den habe ich mir auch so runtergeladen und den könnt ihr natürlich im Hintergrund dann laufen lassen. Insgesamt ein aus meiner Sicht tolles Spiel, was ich allerdings nicht mit jedem Spiel. Ganz klar, das ist abhängig von der Gruppe. Ist auch ein bisschen ein Spaßspiel, ein Fun-Spiel, natürlich auch mit einem gewissen Thema, was auch nicht jeder mag und das ist auch absolut in Ordnung. Ich wollte es euch aber trotzdem vorstellen, weil das ist einfach mal wieder eine ganz andere Spielvorstellung und Video, was ich jetzt an dieser Stelle präsentiere. Ist ein buntes Programm, was die Videos und was die Spiele angeht. Und ich bin froh über den Vorschlag, dass ich auch das Spiel doch endlich jetzt mal präsentiere. Und das habe ich auch gemacht. Es hat länger gedauert, weil letztendlich da auch mit zeitlichem Abstand, zeitlichen Möglichkeiten. Aber das Spiel ist ja auch schon ein bisschen länger im Handel. Aber das habe ich an dieser Stelle nachgereicht. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Eure Meinung. Ich weiß, Geschmäcker sind verschieden. Und das ist auch gut so. Und das ist auch sicherlich bei diesem Spiel der Fall. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.